mach Tür auf. Mir muss auf Toilette wie ein Eichhörnchen. Wie gehen Eichhörnchen denn auf Toilette? Das ist so. Die suchen sich einen schönen Ass, holen die Eichhörnchen-Tageszeitung und machen dann ihr Geschäft. Was kannst du blöde Fragen stellen? Jetzt mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Seit die Schlüssel hat! Ja, ist doch wahr! Was hat der für einen Satz? Seit die Schlüssel hat! Ja, seit die Schlüssel! Seit du einen Schlüssel hast! Oder ist doch, mach die Scheiße! Ich pipi in die Hose! Du musst drehen! So. Udo! Was willst du? Kann mir mal nicht mit dir auf Ruhe und auf Toilette gehen? Wir müssen die Kabinen jetzt aufräumen, Udo. Ja, wochenlang geht gar nichts. Da bleibt doch alles so liegen. Und jetzt, wo ich auf Toilette sitze, da musst du auch mal die Kabinen fertig machen. Ja, Udo, wir haben Zeitdruck. Ja, dein Zeitdruck, ich habe auch Druck. Aus Friesland steifste Tänzerhüfte bewegt sich hoch. Moin Wilfried. Moin Wilke. Na, alles gut? Jo, und sonst? Jacke ausgezogen auf Toilette oder was? Ja, mir kommt gerade aus dem Flieger. Mir war in Dubai im Urlaub. Was ist denn jetzt? Oh, Scheiße! Ja, da kann man drüber lachen. Da ist ein Stück Klopapier, wo der festgetreten hat. Kommt mit und Kabine aufräumen und unter Berlin. Jetzt ist Spaß vorbei. Seit Wochen warte ich drauf, dass ihr die Kabine aufräumt. Und jetzt werden sie aufgeräumt. Spielbetrieb fängt wieder an. Keiner kann allein auf Toilette, weil alles voll steht. Jugendspieler haben gestern das erste Mal trainiert. Und wenn mal einer auf Toilette muss, kann er nicht reinkommen, weil alles vollgestellt ist von euch. Wie sieht das denn aus bei den Eltern, wenn die dann nicht mal auf Toilette gehen können? In der Kabine rauchen, Udo. Ich hab mir gedacht, das tust du wieder reinsetzen jetzt wieder, ne? Haben sie mich wieder erwischt. Jedes Mal bin ich so blöd und so laut da rein. Jedes Mal. Dann heißt das wieder, Udo, Report zum Vorstand. Warum rauchst du in die Kabine? Weil Wilke Zierin das jedes Mal filmt. Ich möchte einmal hier hinkommen und alles ist fertig, was ihr beiden da verzapft habt. Letzten Wochen haben wir nur Scheiß gemacht. Solche Scheißständer geschweißt und so was. Aber da, wo es nötig tut, die Kabine mal aufzuräumen, dass das weitergeht. Nee, da wird keiner dran gedacht. Angefangen... Oh, heute nicht. Nee, heute nicht. Ah, nee, heute können wir lieber da hinten nehmen. Aber das, nee, dann machen wir nächste Woche denn. Ja, dann wird das wieder aufgeschoben. Jetzt sind schon wieder 5 Wochen vorbei. Und jetzt auf einmal, der Jugendbetrieb geht los. Die Kabinen müssen aufgeräumt werden. Jetzt heißt das wieder, Udo, du musst schnell kommen, die Kabinen. Dein Scheiß da, alles durcheinander. Und jetzt kann ich wieder aufräumen. Vorstand wieder bei mir in WhatsApp geschrieben. Und was hast du geantwortet? Das ist Wilkes Projekt. Moin, Harald. Du, ihr gewalt mir, wer schuld? Kabinen sehen wieder aus wie Sau, Spielbetrieb läuft, aber diesmal bin ich unschuldig. Wilke und Wilfried haben das ganze Projekt angefangen und nicht zu Ende geführt, weil jedes Mal wieder andere Sachen im Vordergrund standen und jetzt kriege ich wieder Schuld. Nee, nee, so löbt das diesmal nicht. Da kannst du den Ball zurückgeben. Mir ist unschuldig, mir hat mit Vorstand geredet. Ich bin auch im Vorstand. Ja, aber dann ist das nicht zu dir weitergedrungen, oder wie? Nee. War mir klar, weil du hättest nämlich dann wieder gesagt, ein Moment, liebe Vorstandsmitglieder, das ist Udo schuld. Vorstandsmitglieder? Ja, Vorstandsmitglieder. Ja, die haben Mitglied. Kabine aufräumen. Wir sind wieder angeschleppt. Kann man nicht erfinden. Wird hier in den Flur gestellt und dann bleibt es da stehen. Werbeschilder. AOK-Shopper, Türen, alles liegt hier durcheinander. Hat mir die Zielen auch wieder gemacht und nichts wieder zu Ende gemacht. Hier, das Mittel ist auch schon wieder leer, muss auch welches wieder Mittel? Langsam jetzt. Defizitionsmittel heißt das, ne? Defizitionsmittel. Desinfektion. Ja, dann Desinfektion. Und im Ganzen? Defizition. Ja, das kann ich nicht. Nur weil ich Defizitionsmittel nicht aussprechen kann. Desinfektion. Defizitionsmittel. Mann, ich krieg nicht hin, das werde ich auch nicht. Auch wie das hier wieder aussieht, das ist doch nicht normal. Da steht dein Arbeitswagen. Hey, komm hier, was ist das hier denn? Den Fahrradverleih oder was? Nee, Wilke, du lachst da drüber. Du hast das wunderbar gemacht, dass die Leute fahren können. Aber doch nicht in den Kabinen stellen. Wer hat jetzt wieder Ärger mit dem Vorstand, warum das alles in den Kabinen untergestellt wird? Dann lass sie doch in der Dusche abstellen. Bist du verrückt in der Dusche?
Dusche! Mir geht's auch mit dir! Du musst so clever sein, hat der Junge hier durchkommt. Das Einzige, was vernünftig ist, ganz ehrlich, das ist der neue Ballraum. Das ist vernünftig aufgeräumt. Aber da kann sich keiner umziehen. Wir haben vor 2 Wochen haben wir die Pfeilerlöcher gemacht, da wir die Felder reinsetzen wollen. Das ist vor 2 Wochen passiert und da ist nichts passiert. Jetzt sind wir schon wieder hier. Hier läuft alles durcheinander. Wir fangen 1000 Baustellen an. Oder vielmehr gesagt, du fängst 1000 Baustellen an und führst nichts zu Ende. Wir müssen den Kopf beim Vorstand alle hinhalten, wie die Kabinen aussehen. Dann lass die Fahrräder doch in eine Dusche stellen. Die kommen nicht in eine Dusche! Fahrräder in die Dusche stellen, dann stehen sie da wieder 3 Jahre. Und wo sollen die Jungs dann anschließend duschen? Ja, das guckst blöd, ne? Hat Udo recht. Hier musst du nur rüberklettern. Hier sind wir aus wie ein Schweinesauschall. So was von schlecht, die duschen wieder. Wer ist da dann schon wieder rein gewesen? Nee, ihr platzt der Arsch. Hier auf wieder, der ganze Alkohol. Seit 6 Wochen steht das da. Ich hab den jetzt angebieten. Die soll's abholen. Ja, der Kuh. Nee. Ja, ihr beiden. So, ich gebe euch die letzte Ermahnung an beide. Ihr habt jetzt genau 2 Tage Zeit, um diesen Saustall wirklich so herzurichten, dass man sagen kann, hier kannst du vom Boden essen. 2 Tage gebe ich euch Zeit. Wir brauchen mal erstmal Zigarette. Flughafen, große Sportplatz und die Stelle machen sie mir wieder schwarz. Mann, ich will wohl alle auf eine Stelle. So, alles hin und her, alles wieder schwarz. Verstehst du nicht? Der ist so groß. Anstatt sich eine vernünftige Stelle auszusuchen, nein, geht nicht. Und ich garantiere dir für heute Abend das Wiedertraining, das Tor steht jetzt da und die bleiben genau da wieder am Trainieren. Und dann ist die Fläche noch größer und noch größer. Auf die Idee zu kommen, das Tor umzustellen, weil die ja haben ja Rollen. Nee, da kommt keiner, weil das ist ja anstrengend, das Tor von rechts nach links zu befördern. Moin Rainer, mir hat schon wieder eine riesen schwarze Stelle auf dem Sportanlage entdeckt. Tut ihr bitte heute Abend die Tore auf der anderen Seite, wenn ihr trainiert? Danke. Ja, ich kann doch nicht filmen und gleichzeitig... Dreh doch erst! Jedes Mal dieselbe Taktik! Du rammst hier alles... Ja, geh doch mal sofort. Ja, aber bitte pass auf, du... Nee, passt doch. Ja, passt doch. Nach 17 Mal Versuche. Nee, du musst gar nicht so blöd gucken und mich filmen dabei. Du rammst den Türrahmen komplett raus. Rätsel an mir. Wo kommt er jetzt hin? Den musst du mir sagen. Ich hab zu dir gesagt, in der Ecke fahren. Aber nee, du fährst hier raus. Ich flieg hier nicht. Hier hinten, Udo? Hey, hier gleich. Wo? Weißt du was? Fahr ihn doch einfach. Sehen bist du eigentlich noch ganz dicht. Udo. Nein. Doch. Du rammst hier alles weg. Das ist hier keine Rallye-Strecke. Da musst du mit dem Ding nach Nürburgring hinfahren und fährst da deine Runden. Oh, infiziert, ich streiche eine Tür. Super. Und andere Seite, nichts. So weit bin ich noch nicht gekommen. Nee, seit Wochen bist du nicht so weit gekommen. Hier ausgepackt, dann ist doch groß. Was ändert das denn daran? Dann ist der Kleine, der Karton ist doch höher. Blöder wie du, als blöd kann man nicht sein. So ziehst du auch morgens deine Schlüpfer aus, ne? Was? Nee, weil ganz ehrlich gesagt, ich hab da keinen Schlüpfer an morgens. So was einzupacken, also wirklich, das ist ja, als wenn du in Port Not alles, also richtig schön dick einge... Mockst du mir doch einen Kratzer dran? Also das gibt's nicht, weil das verpackt ist, echt. Mann. Wer hat den Müll? Ich wieder. Wie soll ich den alleine da hinkriegen? Die Palette muss runterwerfen. Liebe Zuschauer, Wilke hat wieder was organisiert.
Und bevor wieder Leute wieder zum Meckern fahren, uns haben wirklich ganz große Getränkehersteller Geld geboten. Unwahrscheinliche Summen, haben wir alles abgelehnt, für Werbung mit Fahnen und dies und das. Nein, wir haben einen ganz kleinen Getränkehersteller genommen, der wirklich kein Geld bezahlt hat. Die haben uns wirklich keinen Cent bezahlt, aber haben gesagt, wir geben eurer Jugend was, das ist was Schönes für euch. Ja. Und deswegen haben wir jetzt was Neues im Verein. Richtig. Biber hat uns Kühlschränke hingestellt mit Limonade für unsere Jugendspieler. Genau. Jetzt können unsere Jugendspieler nach dem Training oder auch die Herrenspieler hingehen und sich so eine feine Limonade da rausholen. Und ich schwöre euch, das schwören wir euch blank in die Hand, keinen Cent haben wir von den Jungs gekriegt. Und womit haben sie uns dann quasi für 1000 Euro Freigetränke gegeben. Richtig. Und wir hätten die Großen hier haben können. Ja, aber wir wollen das nicht. So. Weil es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, oh, bei dir, die verkaufen sich. Guck mal, das ist was Geiles. In der Fußballkabine, die Kinder, ne? Die Kinder kommen vom Training und nehmen sich nochmal eine Limonade. Das freut die Kinder. Und das ist geil. Und jeder, wer das blöd findet, der kann das blöd finden. Aber ich finde das richtig cool. Und die hatten wirklich keinen Cent. Und das schwören wir euch hoch und heilig. Ja. Also, unbezahlte Werbung. Ist eine geile Sache. Vielen Dank und schöne Grüße nach Lieber. Nach Münster, das ist Lieber, nicht Libber. Ja, dann Lieber nach Münster. Schöne Grüße. Wir haben die Hauptkabine fertig. Alles wieder zusammengerückt. Neue Taktiktafel aufgehängt. Das wisst ihr ja von letztem Mal. Ballraum ist aufgeräumt. Das Ding hier haben wir selber gebaut. Gibt es auch ein Video zu. Der kostet normalerweise, ich glaube, 700 Euro. Wir haben dafür 80 Euro Material gehabt. Und ich muss jetzt sagen, es haben wirklich Vereine nachgebaut. Die haben mir Videos geschickt. Ganz genau. Dieses Video könnt ihr bei uns unter den Videos finden. Ballregal bauen. Richtig. Aber die Kabine sieht jetzt hier schon toll aus, ne? Ja, die ist jetzt soweit fertig. Also ist ja wirklich mit billigsten Mitteln renoviert worden. Wir haben selber gestrichen, ein paar Bilder ausgedruckt, ne? Ja. Und wirklich mit ganz wenig Gelder haben wir das gemacht. Wir müssen auch mal ein Video machen, Udo. Wir müssen mal ein Video machen, wo ich den Leuten erkläre, kleinen Verein, wie man all sowas kriegt. Weil ganz viele Leute schreiben immer, oh, hier, so stimmt Welt, ihr habt Reichweite. Wir hatten 400 Facebook-Fans, haben wir eine Anzeigetafel gekriegt. Und wieso? Weil ich die Leute bequatscht habe. Ihr da draußen könnt alle sowas und tolle Sachen für euren Verein haben. Und dafür müsst ihr nicht Udo und Wilke sein, das könnt ihr auch selber machen. Das ist gar nicht so schwer. Und dazu mache ich, glaube ich, mal ein Video, um den Verein zu erklären, wie wichtig so eine Social-Media-Arbeit ist und wie viel Unternehmen da überhaupt mithelfen. Denn es ist nicht mehr wie früher. Ich fahre eben zum Autohaus. Können die uns Trikots sponsern? Die kosten 2000 Euro. Ja, macht man eben. Das wollen die alle nicht mehr, die Unternehmen. Nein. Also, wir werden dann ein Video drüber machen und du erklärst den Leuten oder den Vereinen mal richtig, wie sowas funktioniert. Ich finde das affengeil. Ich finde, das haben nicht viele. Die Idee ist aber super. Gerade die Jugendförderung. Bei uns wurde die letzten 10 Jahre in der Jugendförderung so enorm geschlafen. Ja. Wir hatten keine Jugendspieler. Jetzt haben wir über 100 Jugendspieler. Und das ist einfach so eine Kleinigkeit. Nach dem Training reingehen, belohnt werden, eine Limonade trinken. Und das ist hier ganz wichtig, weil wir haben hier kaum Kinder. Und die, die wir haben, die wollen wir natürlich wirklich fördern. Mit allem, was es geht. Das muss ich mal einfach loswerden. Ja, weil unsere Jugendspieler ist unsere Zukunft für den Verein. Sieht hier noch scheiße aus. Mir möchte das auch noch fertig haben. Ja, das machen wir jetzt nach und nach. Das geht mal nicht alles so schnell. Ja, aber kriegen wir aber schnell hin. Wenn aber jetzt tatkräftig anfassen, dann kriegen wir das auch hin. Wir verlosen in den nächsten Wochen 2 E-Bikes. Die haben wir gesponsert bekommen für unsere Zuschauer. Ja, die werden dann wirklich verlost. Und wenn ihr uns mal privat sehen wollt, geht einfach mal auf Instagram. Da machen wir nämlich auch private Stories. Richtig. Da seht ihr auch mal mehr aus unserem Privatleben. Wenn ihr möchtet, hier sind die Accounts. Könnt ihr uns gerne bei Instagram abonnieren. Wir freuen uns. Udo erzählt auch immer oft was aus seinem Leben. Es stinkt langweilig, aber egal. Ja, aber das interessiert doch nicht. Wenn die Leute sagen, Udo, zeig mal ein bisschen, wir wollen es sehen. Dann ist das schon gut. So, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich muss nämlich, mir muss arbeiten. Warum sagst du eigentlich ich und dann mir? Weil ich dumm bin. Weil ich dachte, jetzt wird ich mir heißt das. Mir, aber das heißt, ich heißt das, ja. Weil das ist das Problem nämlich. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir reden nur Ostfriesisch. So, jetzt muss ich Plattdeutsch. Und jetzt muss ich Hochdeutsch. Und dann habe ich das Ich, Mir, Mich und wie das alles heißt, komplett durcheinander. Und dann habe ich auch noch Wilke, wo ich unwahrscheinlich Spaß mit habe, muss ich echt sagen. Aber die letzten, geh da mit der Kamera weg. Das meinte ich. Der raubt mir den letzten Nerv. Was machst du denn da? Oh, auffüllen. Was? Das Mittel. Wie heißt das denn? Oh, fängt das schon wieder ganz langsam jetzt.
Desinfektionsmittel. Ja. Jetzt fang nicht an, jetzt im ganzen Satz. Ja, atme das doch nicht alle ein. Ich bin. Boah, stinkt auch. So, und jetzt 10 Euro, wenn du dabei eine rauchst. Nee. 10 Euro, wenn du dabei eine rauchst, weißt du, wo wir hingehen? So eine wie entzündlich. Defektion. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, mach die jetzt aus. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von einem Outro. Nee, aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin. Oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich habe da auch keinen Bock mehr. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nee. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Weil das alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was ein Outro ist. Abonniert dir jetzt den Kanal, mir hat auch keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist ein Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro, da kannst du ja mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist so was von kompliziert, bist du. Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.